So Leute, es ist mitten in der Nacht und ich darf arbeiten, weil irgendjemand in meiner Redaktion die Idee hatte, oh, die Caroline, die könnte ja mal im Morgenmagazin das Wetter machen. Warum im Morgenmagazin? Warum nicht Abendmagazin? Ich meine, Wetter, das läuft ja nicht weg. Hallo. Hallo, morgen. Ich bin heute Wetterpraktikantin, ich muss zum Morgenmagazin. Ja, Sie sind angemeldet, kommen Sie bitte rein. Danke. Das könnte auch irgendwie ein Krankenhaus sein, ne? Oder eine Leichenhalle oder so. Ja, kommt alle zum Spiegel, kommt! Damit man die auch sieht, wie die Kameraleute auch müde sind. Kommt schon, schaut euch im Spiegel an, los! Es ist 5.30 Uhr. Vom Gefühl her ist es so ein bisschen, als wäre ich auf einer After-Hour. Ohne Musik und andere Leute halt, aber so ein bisschen so. Und ohne Alkohol. Hallo, ich komme mir vor wie in einem Albtraum. Oder schlafe ich noch? Hallo? Ah, hallo. Hi. Caroline, hi. Guten Morgen, Caroline. Ich bin heute deine Praktikantin. Juhu. Ah, endlich muss ich mal nicht alles alleine machen. Ja, ich bin da. Dich. Schön, hilf mir. Es ist eine ganz komplizierte Wetterlage. Oh. Ah, du machst das Wetter. Du bist Frau Holle. Das ist jetzt hier mein Platz. Mein Wetterkarten. Ja, und hier wird das Wetter produziert, Leute. Hier wird das Wetter gemacht. Hier nagel ich quasi die Wetterkarten zusammen. Denkst du nicht manchmal, ach komm, ich guck einfach beim ZDF, wie es Wetter wird? Und dann sage ich ungefähr dasselbe, wie beim Abschreiben früher in der Schule, weißt du? Dass man dann nur so ein bisschen was anders macht. Da mache ich einen Grad weniger oder mehr. Und dann kannst du eine Stunde länger schlafen. Schön wär's. Aber weißt du, wie es wirklich ist? Genau andersrum. Die gucken ich, bei dir ich ab? Ich bin ja der Erste, der Frühwetter präsentiert im Fernsehen. Das heißt, ich fürchte, die alle anderen gucken schon mal, was macht denn der Bäcker da im ARD-Morgenmagazin und orientieren sich so ein bisschen. Ach du Scheiße. Ja, das ist, jetzt siehst du, welche Verantwortung du trägst. Na gut, aber einer muss das machen. Du kannst hier, guck mal, wenn du raufklickst und dann gibt es hier oben so ein Rad auf der Maus, da kannst du dann hier die Temperaturen verstellen. Mm, so. Kann ich auch die Temperatur verstellen? Ja, gerne. So. Oh, da wird heißer. Oh, wie weit geht denn das? Das geht bis... Ab wo werden wir tot? Ja. Komm, misst du eigentlich nach? Also wenn du jetzt sagst, heute wird 27 Grad. Ja. Und dann sitzt du dann zu Hause mit so einem Thermometer und sagst, jawohl, 27! Ist so. Also ich gucke morgen früh dann, ob die Temperaturen, die ich heute hier raufgeschrieben habe, ob die stimmen. Ob die so eingetreten sind. Wann müssen wir was machen? Ich muss rein, sehe ich gerade. Oh. Ich verpasse gleich mein Wetter. Ich muss jetzt sofort. Weißt du denn schon alles? Ich brauchst weiß du alles. Deine Sonnen? Nee, die brauche ich nicht. Die Temperatur. Nimm deinen Schlaf. Okay, ich mache hier derweil weiter. Oh Gott. 6 Uhr, ihr seid doch alle bescheuert. Oh Gott. 34 Grad, fuck. Was war das krasseste Wetter, was du je angesagt hast? So Independence Day-Wetter. Mm-hmm. Also meine Damen und Herren, verdammt nochmal, machen Sie die Fenster und Türen zu und Gott stehe uns bei. Und der amerikanische Präsident wird uns durch diese Krise führen, sowas. Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist das Problem bei den schauen Gewittern, hatten wir vor 2 Wochen erst, wo ich wirklich gesagt habe, also abends, wer noch frei hat, alles zumachen. Mhm. Dann früh, wenn man aus dem Haus geht schon mal oder alles, was umkippen kann, vielleicht abends noch in Sicherheit bringen. Wollen wir die Leute ein bisschen fertig machen, indem wir nachher sagen, Tornados? Nein. Möglich. Das ist, ist möglich. Es ist möglich. Also ich mache mich jetzt fertig und dann alles klar, wir sehen machen uns gleich, wir das Wetter. Wir sehen uns gleich live beim Wetter. Okay. Guten
guten Morgen, liebe Zuschauer. Und wir gucken jetzt mal auf der ersten Karte nach. Und wir werden es, Caroline, genau, Isobahnkarte ist schon da. Und hier können wir dann auch gucken, woher die Hitze kommt. Also hier liegt ein Tiefdruckgebiet und das saugt von Süden her die heiße Luft an, aus der Sahara, ne? Die liegt hier. Also nicht auf der Karte drauf, aber kommt dann nach Norden. Jetzt kommen wir zu den Aussichten. Da musst du erstmal ein bisschen hochziehen. Passt. Genau. Und was sehen wir hier? Da sehen wir die 40. Wir haben die 40-Grad-Marke auf den Mittwoch gelegt. Tja, und der Freitag schon fast Jackenwetter. Ja, da ist regelrecht abgekühlt. Ziehen Sie sich eine Jacke an. Und natürlich hier am Donnerstagabend, wenn es so richtig heiß ist, legen Sie sich ein paar kühle Waschlappen auf den Körper und gucken Sie Pussy Terror TV. Das macht eine richtige Abkühlung. Gute Idee. Und nachts gut durchlüften. Das war das Wetter im Morgenmagazin. Das war geil. Ich will